Okay, sehr krass. Krasses Intro auf jeden Fall. Aber wer schon mal Until Dawn gespielt hat, weiß ja, was hier abgeht. Da gab es ja auch schon unseren Psychiater. Heftig auf jeden Fall. Okay, Klopimpel ist also Sven ist Alex. Wir sind Brad. Wir sind der Bruder. Da ist unser Bruder. Reicht das? Falls nicht, bestellen wir einfach Nachschub. Also, hör mal. Ich war noch nie da unten. Unten? Im Wasser. Tauchen. Kannst du mir zeigen, wie es geht? Okay. Er trifft eine Entscheidung. Mann. Aber sicher, ja? Ist aber nicht von ihm, ich dass er uns der Tauchmeister, wie wir tauchen können. Aber gleich vorweg. Ich bin streng. Keine Extrawurst. Du machst ganz genau, was ich sage. Jetzt treffen wir eine, okay, hier, komm. Anerkennung. Cool. Echt? Cool, danke, Mann. Ist doch klar. Du bist mein Bro. Hey, Vorsicht. Die Tauchkamera war wahnsinnig Brüderchen, teuer. Sei cool. Was? Julia und Conrad sind, tja, also, alle beide stinkreich. Und? Reg dich nicht über Kleinscheiß auf, Mann, bleib cool. Lass mich nicht bereuen, dass ich dich mitnehme. Okay. Hä? Mitnehmen? Ernsthaft? Ich dachte, ich bin eingeladen. Oh, jetzt habe ich ihn aber ganz böse erwischt. Du bist nicht hier, weil du mein Bruder bist. Ich meine, du bist mein Bruder, aber ich meine so wie Kumpels, weißt du? Ja schon. Wir sind einfach hier zum Abhängen und chillen. Was zum Teufel laberst du da? Lass uns legendär chillen, Mann. Okay, Amigo. Die Kavallerie ist da. Cool. Sorry, ich hab Stress. Wer hätte gedacht, dass ein Medizinstudium so schwer ist? Überraschung. Und Mann, diese Fernkiste mit Julia ist echt hart. Sind wir einfühlsam oder zynisch? Ach komm, zynisch oder Bruder. Ist ja schon 2 Wochen her. Hä? Bingo. Wie gerufen. Was? Conrad meint, wir haben zu wenig Bier. Ah, dann werde ich die hier wohl mal besser verstecken. Ja. Yeah. So, Beziehungsstatus hey. Aktualisiert, Eigenschaften aktualisiert. Ich bräuchte mal deine Meinung. Klar, zu was? Es gibt da eine Sache und ich versuche mich zu entscheiden. Dein Medizinstudium? Nee, aber eine von diesen wichtigen Entscheidungen, weißt du? Und ich weiß nicht, was richtig ist. Wir machen mal sentimental. Der sagt's dir schon. Kurs aktualisiert? Conrads Schwester, Alex Freundin, unvorsichtig. Conrad, Julias Bruder, entspannt, tollkühn. Sind auf jeden Fall unsere Charaktere, die hier leben, beziehungsweise überleben und nicht überleben. Oh, ist das romantisch. Tut mir leid. Conny, das ist Alex. Hey, wie geht's, Conrad? Vorsicht, Jules. Ein Ladykiller. Freut mich, Conrad. Das ist Brad, mein kleiner Bruder. Hey. Bradley! Ich glaube, ich kenne dich schon, hab viel von dir gehört. Ja, gleichfalls. Hab ich dir gehört. Hey, Lust auf ein Bierchen? Jede Sekunde. Und schon spielen wir jetzt getrennte Wege. Wir machen hier so einen entspannten draus. Cool. Super. Ich liebe Bier. Man sieht schön, wie oft der Entscheidung trifft. Das ist cool gemacht. Mordsmast hast du da. Mast tief. Ruinierst. Wo ist überhaupt der Kapitän von diesem Kampf? Okay,
Fliss haben wir noch. Kapitänin, bitte. Und Hose ist ein bisschen knapp. Ich würde ja sagen, macht's euch bequem, aber... So, alle an Bord und bereit abzulegen? Let's go. Ist dir recht, ist kein... Da hat Conrad nicht mit gerechnet. Okay, wir sind jetzt mitten auf hoher See. Sven ist weiterhin Alex. Und wir kotzen. Ganz genau, lass alles raus. Oh, ja. Willst du dich mal hinlegen? Ja, ist eine gute Idee. Ja. Oh Mann. Dann zeig mal die scharfen Fotos. Okay, muss ich hier gerade was wischen? Ich suche bloß Alternativen, falls wir nichts mit der Tauchkamera finden. Okay, ich kann hier wischen anscheinend. Ich weiß bloß nicht, ob das jetzt... Ich mach das gar nicht. Das macht vielleicht Sven gerade. Alter Falter, sieh mal einer an. Alex, komm her. Ich glaube, da ist etwas. Auf jeden Fall trifft er übertrieben viele Entscheidungen. Ich helfe Conrad und Julia mit der Kamera. Da kommt er. Auftritt. Es geht. Sehen und staunen. Brads Berechnungen waren goldrichtig. Brad hat's drauf. Ein echtes Genie. Wir sollten ihm danken. Fliss, da ist ein Flugzeug. Ach, ja? Ja, aus dem Zweiten Weltkrieg. Lass uns tauchen. Eigentlich sollte ich das ja der Hafenbehörde melden. Als unregistriertes Wrack? Tja, eigentlich. Wollt ihr euch nicht an die Vorschriften halten? Ah, er darf schon wieder entscheiden. Wie er überlegt. Nun, er weiß schon, dass wir es nicht beim Tauchen gefunden haben. Also, wen juckt's? Okay. Ich mach mal dagegen den Spießer. Leute, hört mal, ich glaube, wir sollten auf unseren erfahrenen, hübschen, schlauen und hübschen Kapitän hören. Wenn sie sagt, wir sollten die Conny, Dinger lieber... bitte, du bist nicht zum Abschleppen hier. Warte, was? Nee. Ich meine, sie hat recht. Nicht, weil sie hübsch ist. Ich meine, sie ist hübsch. Aber das ist Nebensache. Sie ist der Kapitän. Hör mal, wir haben dich bezahlt. Großzügig. Wir tauchen. Du bist der Kunde. Aber wenn was schief geht... Ach, ich kann es kaum erwarten, als Erste da unten zu sein. Stell dir das vor. Unberührt. In ein paar Minuten solltet ihr runter können. Ich nehme die Flaschen. Ihr Jungs checkt nochmal alles. Seht ihr mal die Kamera an, ob da was Brauchbares drauf ist. Klar, Ma'am. Hey, sieh doch mal nach deinem Bruder. Okay, so. Mal sehen, ob er es diesmal checkt. Aha. Jetzt hat er es Ist das ein Typ, ey? Und ich rufe an und sage die ganze Zeit, ja, hat er bestimmt vergessen, dies, das. Ja, und ich laufe so und lauf, ja. Also auf jeden Fall kritischer Anfang, ja. Dann erzählst du mir da irgendwas, dein Charakter sagt mir dazu irgendwie zu mir, ja, ich habe da ein Kind gesehen, du auch? Ich so, was labert der für ein Scheiß, ja? Und ich dachte, du wärst so ein dummer NPC. Ich dachte, warum folgt er mir denn nicht? Ja, der ist ja doof. Der läuft gleich durch. Erzählt er mir da, ja, da ist ein Kind. Und ich so, hä? Was labert der? Ja, dann bist du auf einmal tot? Ja. Du lagst du da. Warst bei mir nein, tot, du warst tot. Ich hab mich da versteckt. Und dann kam ich hab durch eine Kiste geballert. Und dann, was? Ja, weil du tot warst. Und dann kam da ein Kind, ist in eine Kiste gerannt. Du hast. Und ich hatte ja noch die MP in der Hand, da die Thompson, und dann habe ich die Kiste durchlöchert. Und Golo, ich kam um die Ecke, da lagst du vor mir so als Zeichen und da sagte er nur so: Lauf, Charlie, lauf, ja? Und dann konnte ich mich entscheiden, ob verstecken oder erkunden. Ich habe mich versteckt in einem Schrank,
Ja, in ja. so einem Ding. Und dann kam auf einmal, wurde ich erschossen durch den Schrank. Ich wette, du hast mich erschossen. Ach, natürlich. Und bei Sehr mir kam gut. aber noch so ein Todesskelett dann, ne? So ein Chinese mit abgefetzter Haut und so, ne? Und bei mir war es ein Kind, was in dem Schrank saß, ne? Alter, dann warst du der, da warst du, du hast den Schrank aufgemacht. Ja, ja. Dann warst du der Chinese da, ohne Haut. Oh mein Gott. Ja, genau. Was ist denn los? Oh, genau, so, warte mal, ich mach mal kurz Pause, ich muss mal was trinken. Oh, mach mal kurz einen Schluck. Das müssen wir jetzt hier mal einfach mit draufnehmen. Ei, ja. Und ich denk mir so, Mann, wo läuft denn der lang? Ja. Ja, du. So, ich bin mal gleich wieder da. Gemacht, ja. So. So, da bin ich wieder. Aber krasses Intro, oder? Alter, heftig. Die Mucke. Weil ich denke mir so die ganze Zeit, wie gesagt, ich kenne ja, ich habe mir von Anfang an, ich will, ne, seit Monaten auf dem Radar das Spiel. Ja. Ich habe mir nicht ein Video dazu angeguckt, mit Absicht. Ja, krasses und Intro. Und ich dachte eben so, naja, du bist wahrscheinlich dann mit den Teenies irgendwo unterwegs. Ja. Nein, ist heftig. Das ist jetzt erstmal irgendwo los. Ja, krass, auf jeden Fall Intro und der Kurator, ich weiß nicht, Until Dawn hast du ja wahrscheinlich nie gespielt. Nee. War ja auch PlayStation-Titel. Da ist der. Da gab es auch einen Psychologen, den du zu der Fragen zwischendurch gestellt hat und dann wurde das Spiel angepasst auf deine Ängste und so ein Scheiß. Das ist ziemlich krass. So, ich bin mal gespannt. Also du spielst jetzt auf jeden Fall. Oder Achim hier vorne. Ja. Genau. Okay. Den älteren Bruder. Ja, und ich spiele hier anscheinend Conrad. Genau. Und ich sehe immer nur, Klopimpel macht Entscheidungen. Ich so, was entscheidet der hier gerade alles? Ja, du musstest so viel gerade klicken. Okay. Okay, hier liegt irgendwas. Ich guck's mir an. Ein Fernglas. Ich guck mit durch. Ich seh dich damit. Okay, hier ist nicht viel. Nee, aber die Aufgabe besteht auch, wir müssen warten, ne? Erstmal. Ja, wir können ja hier Sachen angucken. Ich weiß nicht, wenn du was Spannendes findest. Was hast du da? Fotos, ne? Das Foto vom Frack, ja. Kann ich da auch mit drauf gucken? Ach, wir können gemeinsam drauf gucken, wa? Ich weiß nicht, was du siehst. Ich sehe jetzt dich da wischen. Hm, genau. Das machst du schön. Gut, wa? Ja, sehr gut. Sehr ordentlich. Gute Wischtechnik. Ich gehe mal hier nebenbei quatschen mit ihr hier. Steuerung ist ein bisschen gewöhnungsbedürftig. Hey Conny, wie läuft's? Hast du jetzt Controller dran oder ohne? Nee, ich mache ohne. Ich muss Entscheidungen treffen. Zuversichtlich. Ich will die Kapitänin klar machen hier. Erstens, warum bist du so merkwürdig? Und zweitens, warum willst du mir zum ersten Mal in deinem ganzen Leben helfen? Ich dachte nur, das würde die reizende Fliss vielleicht ordentlich beeindrucken. Okay, dann drittens, nenn sie nicht die. Sie ist ein Mensch, kein Ding. Und viertens, denkst du auch mal an was anderes? Hey, Mädels lieben Süßes und ich bin lecker. Und was ist mit der Zählerei? Ah, fast vergessen. Brüderchen hasst Mathe. Nummer 5. Mal ehrlich, ich bin gerade nicht so happy mit El Capitan. Mal sehen, was du jetzt sagst. Echt jetzt? Was soll denn diese ganze Motzerei? Sie verdient eine Stange Geld an dem Trip. Eine Riesenstange. Regeln sind Regeln, verstehe ich. Aber wenn davon keiner was erfährt... Ja, das sage ich doch. Leute, bis dann, Leute. Aha. Okay. Gut, dann gehen wir mal... Was können wir hier noch machen? Ich hatte mich einfach in dein Gespräch integriert. Ja, ich merke schon. Ich quatsch jetzt hier die Kapitänin an. Geh weg, das ist meine... Oh, Captain... Meine Hübsche. Ich stehe es einfach wieder im Hintergrund. Ihr solltet das respektieren. Zumindest du hast mich respektiert. Auch wenn du der Einzige von denen bist. Okay. Hey, ich mag deine Strenge. Ab und zu lasse ich mich gern mal rumkommandieren. Ich habe nichts gegen starke Frauen. Kannst du das nicht bitte abstellen? Verdammt, abstellen? Falscher Knopf. Diese ständige Anmache von dir. So alle 2 Sekunden. Ich sag mal lieber nichts. Funkstille? Total sprachlos? Also ganz ehrlich,
Mir macht diese ganze sorglose Truppe inzwischen ziemliche Kopfschmerzen. All diese Regeln sind doch ganz einfach. Echt mal, Sven, halt dich doch mal dran. Mit solchen Tauchgängen? Nein. Ich war schon in ein paar Wracks. Bin kein Profi. Aber, naja, erfahren. Wenn das hier dein erstes unregistriertes Wrack ist, solltest du wissen, dass man bestimmte Protokolle einhält. An euch alle, das hier könnte auch ein Kriegsgrab sein. Störung wäre illegal und unmoralisch. Hey Jungs, Taschen bereit. Ich mach mal noch was hier. Ich hau mal jetzt noch einen Spruch raus hier. Bist du sogar noch schärfer als so schon. Ich stehe auf scharfe Sachen. Du hast praktisch noch niemals in deinem Leben mit einer Frau geredet, oder? Nö. 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 Okay, da, was können wir noch machen? Runtergehen? Geh mal. Kannst du ja an den Bildschirm? Ja. Was guckst du dir da an? Wetterbericht. Hören Sie auf damit. Ich hab ihn ausgemacht. Okay. Komm mal hier. Immer rausgedrückt. Okay, runter kommt man nicht. Oh, hier liegt was. Lass das mal besser in Ruhe. Ja, hör doch mal auf, daran zu rumzuspielen jetzt, Sven. Ein Ausweis. Siehst du auch den Ausweis? Ja. Felsite Dubois. Ich glaube, das ist gefälscht. Oha. Das ist eine Fälschung. Hier, jetzt darfst du ihn haben. Tatsache, ja. Nimm den. Nimm den Rotz. Ich analysiere. Ja, guck mal bitte genauer. Ich konnte das nicht genau sehen, aber ich guck auch nochmal drauf. Was sagst du? Der ist krumm und schief. Das Bild ist ja schon. Keine Ahnung. Jetzt nehme ich den wieder. Was ist das denn Scheiße? Jetzt habe ich den wieder. Ich leg ihn jetzt wieder hin. Das soll der Ausweis der Kapitänin sein, oder? Scheinbar, ja. Kann man sie darauf ansprechen, dass der Ausweis komisch aussieht? Hallo. 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 Nee. Können wir runter? Ah, du bist unten. Nein. Ach, jetzt fliegt hoch. Ich will runter. Okay. Aber ich komme rein. Okay, was gibt's hier? Hast du dir das Bild hier schon angeguckt? Da wollte ich gerade hin. Oh, ist aber... Oh! Oh, da wird was ausgelöst bei. Was? Diese Vision, wie der Kurator gesagt hat. Eine Vorahnung. Ach so? Guck dir das auch mal an. Kommt es bei dir auch? Hey, selber hey. Hm. Was haben wir denn hier? Oh ja. Was hast du gesehen? Auf jeden Fall sah aus wie eine Schiffskabine. Ich hab den kleinen Bruder von dir gesehen hier. Ich weiß nicht genau, das war einer von uns mit einer Brille. Ich glaube, das war der kleine Bruder, ja. Ja, nein, ich will nicht wieder raus. Ah, verdammt. Und wie gesagt, der hat da irgendwie gehockt. Keine Ahnung, ganz komisch. Ja, irgendwie im Dunkeln guckte er da so rum. Genau. Also haben wir dieselbe Vision gehabt. War das auch so in einem Türrahmen? Ja. Vom Schiff? Ja, dann genau. Werden wir dieselbe gesehen haben. Ich klick mal hier was an noch. Okay, Schrank. Schrank. Was versteckst du vor mir? Ein Scheißhaus ist zu. Ich guck gerade in den Schrank und finde ein Buch. Was nee. Ist das? Parfüm? Alex, passt zu dir? Bierchen war dann doch zu viel. Quatschst du gerade mit dem Bruder? Oh Mann, weißt du echt nicht, wie viel du verdeckst? Klappe. Ich wollte bloß mit okay, Mann, ich habe irgendein Buch gefunden. Gesagt hast. Nicht zu betrinken? Ach komm. Okay. Genieß einfach das Meer. Ich komm dann später. Wieso hat der denn zu viel getrunken? Wir sind doch gerade erst hier aufs Schiff, oder? Der hat ein Bier getrunken. Ich habe dein Parfüm gefunden. Meins? Ja, hier hinten im Schlafzimmer. Ich habe in deinem Schrank gestöbert. Gleich mal einäumeln. Hey. Erwischt. Oh. Hey, ich wollte sicher gehen, dass alles okay ist. Da steht dein Parfüm jetzt an der Seite vom Schrank, das schwarze Fläschchen, ja. Guckst du jetzt auch in den Schrank? Komm irgendwie nicht ran. Okay. Wo ist Alex? Der war hier im... Ja. Ich guck ihn auch mal an. Mal sehen, was ich mit ihm sage. Das Bier hätte ich besser gelassen. Okay. Alles cool, Brady. Wir sind dann oben. Brady. Also ist auf jeden Fall in der Vision Brad gewesen. Ja, 100 Pro. Schweikotzen. Ja. Wow, das ist voll daneben. Ich bin gespannt, was noch jetzt kommt. Schicke Musik. Oh, es geht los. Conrad, hilf mir mal.
Okay, also. Ich hab sie angequatscht. Das ist das Kreislaufgerät. Ach, du warst oben, viel ja? Cooler als normale ja. Atemgeräte. Das Ding nimmt all das CO2, das du sonst ins Wasser bläst, und bereitet es wieder auf. Und verringert beim Auftauchen die Dekompressionszeit. Echt klasse. Okay. O2-Check fertig. Wow, 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 immer mit der Ruhe. Check erstmal dein O2. Danke für deine Hilfe. Check, 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 O2, check. Okay, ihr Clownfische. Ich guck mal, was Fliss gerade so treibt. Benimm dich, Conny. Oh, ich muss was entscheiden. Oh Gott, ja. Wie läuft's? Tauchen die jetzt? Ich quatsch mit Fliss. Oder was? Geht gleich los. Also gut, Kinder. Ab die Post. Und vergesst was bitte die Regeln nehmen? Nicht. Entschuldige. Musst du schon wieder Sachen entscheiden hier? Ja, ich bin verwirrt. Oh. Vielleicht schmeißen wir das Ding heute Nacht nochmal an. Nur für uns beide ganz allein. Mit du Flirty. Mit Stick oder ohne? Mit Stick oder ohne? Platz der Buhkabine glatt ein Bullauge. Okay, noch sind wir zusammen auf dem Boot. Ich wette, es trennt sich gleich, weil du gehst jetzt tauchen und ich stehe hier oben. Denke ich auch, ja. Dann sehe ich gar nicht, was du machst. Das gefällt mir nicht. Das ist kritische Situation, würde ich das behaupten. Dann stelle ich mich mal wieder stumm dann, wa? Ja, ja, mal gucken. Wenn jetzt hier gleich losgeht. Ja, ja. Aber ich denke, jetzt wird sich das wechseln, dass wir getrennt voneinander sind. Was siehst du? Ich sehe das Boot von unten noch. Ja. Okay, ja. Cutscene, mal gucken. Viel Spaß mit dem Hai da unten. Schade, dass Fliss so verkehrt. Was für ein Hai? Sie tut ja, als wollten wir bist du nicht tauchen? Ich bin wieder oben gerade. Wäre cool. Also, ein ich hier oben. Tut doch bestimmt niemand. Oh mein Gott, ich bin im Wasser. Das bleibt unser Geheimnis. Ich bin tauchen. Ja, dann können wir uns wieder muten, glaube ich, wa? Jo, würde ich sagen. Alles klar, bis gleich. Diese Form. Bis gleich. Das muss es sein. Oh, so, jetzt sind wir wieder unter uns. Das ist ja viel Sven ist oben auf dem Schiff. Und wir sind hier unten. Ziemlich unbeschädigt. Das ist ein sensationeller Fund. Suchen wir nach einem Weg ins Innere. Das Doofe ist, er hat jetzt ganze Zeit... Guck mal, also Sven spielt jetzt Fliss und ich spiele anscheinend jetzt Julia oder Alex. Und jetzt wissen wir nicht, was er mit der so bequatscht hat, ne? Oh oh, da reißt sie sich doch gleich da ihre Maske auf oder sowas, ne? Oh, das war knapp. Gefährlich sein. Ah, habe ich noch gut reagiert? Ladies first. Wir spielen anscheinend Julia. Wir spielen Julia. Ich will nur mal kurz anmerken. Heilige Scheiße, Alex, wir haben es geschafft. Ist doch unglaublich. Ohne Vision? Oh, was war das? Das war ja auch creepy. Irgendwas kriegt sie ab. Irgendwas hat sie. Wir gucken uns hier alles an, natürlich. Torpedoschacht, würde ich mal behaupten. Julia, stopp! Da passt du nur ohne Tauchgerät rein. Zu riskant. Das Rohr ist ziemlich eng, wenn du ohne Kreislaufgerät stecken bleibst. Wir lassen es erstmal. Ist vielleicht zu gefährlich. Aber wir gucken uns trotzdem alles an. Eine Kugel. Einschusslöcher. Der ganze Rumpf durchsiebt. Brad flippt noch aus, wenn er das sieht.
Okay, hier kann überall was sein, was wir nicht übersehen wollen. Vor allen Dingen bin ich gespannt, ob hier auch noch weitere Quicktime-Events kommen, wovon ich mal ausgehe. Oh Gott! Wir greifen mal hier bei Herz zu und drehen den jungen Kerl. Er hält was fest? Was hält er hier fest? Das ist irgendwie ein Amulett mit zwei Bildern drin. Wow. Was ist hier nur passiert? Ich denke, sie wussten um ihr Ende. Okay. Können wir noch was hier machen? Wir können hier weiter durchtauchen. Ah ne, da tauchen wir wieder zurück. Also umdrehen. Tut mir leid. Okay, Sven hat ein Bild gefunden. Auch ein Visionsbild wahrscheinlich, so wie ich. Was mit einer Vorahnung. Sehen wir nach. Ich frage mich immer, was Kurs aktualisiert bedeutet in dem Fall. Oha! Gegen wen wollte er sich denn noch wehren? Okay, wir schwimmen langsam rein. Oh, oh mein Gott! Ich hätte mich fast vollgewickelt. Ist doch schön warm. Shit. Okay. Was? Kurz durchatmen. Pilot? Höherer Puls als sonst. Kein Zweifel. Flugzeugabsturz. Echt kein schönes Ende. Okay, wir können uns hier wahrscheinlich wieder einiges angucken. Langsam. Das Zeug liegt schon ewig hier unten. Ja. Okay, wir müssen irgendwie wackeln. Julia! Oh Gott! Fass sonst einfach nichts mehr an, klar? Schön blöd. Können wir da nicht nochmal rein? Ich will da nichts verpassen da drin. Nee, ich glaube, hier können wir nichts mehr machen. Können wir ihn nochmal betrachten? Nein. Oh, aber der Aal war schon fies. Der war schon echt fies. Er hält was fest? Das kennen wir aber schon. Das ist uns bekannt. Ich kann es auch nicht weiter in eine andere Richtung drehen. Also schwimmen wir wieder raus. Oder was sollen wir jetzt hier machen? Ich meine, ich kann ja hier nichts mehr... Komme ich noch weiter nach vorne? Nee. Das sind die letzten Sachen, die ich hier machen kann. Also wir können nur wieder rausschwimmen. Dann schwimmen wir mal wieder zurück hier. Ah. Sieh mal. Was soll ich sehen? Im Gestell hängen Rettungsboote. Interessant. Erzähl mir mehr. Eins von den Rettungsbooten fehlt. Ob sie es benutzt haben? Mal sehen, was es sonst noch gibt. Okay, Rettungsboot haben wir. Da sind ganz viele Rettungsboote. Kurs aktualisiert. Was passiert hier? Wir müssen hier raus, jetzt! Warum fällt das Wrack auseinander jetzt? Da, schnapp zu! Vision, hi! Oh Gott, Alex! Das ist ein grauer Riffhai. Kein Interesse an uns. Komm schon. Warte. Oh, okay. Dachte, das ist der richtige Zeitpunkt, aber ich war mir auch nicht ganz sicher. Wer kann sich da schon richtig sicher sein? Was willst du? Weißt du? Oh. Unter Wasser sieht man schlecht, aber ich knie vor dir. Aha. Julia, willst du mich heiraten? Ich... Oh Mist. Sorry, Alex.
Ich hab nicht... Ich wollte... Wir sind fast gestorben. Julia, ernsthaft? Ja. Alex, wow. Das gibt ja eine Story. Mit Happy End? Ja, ja klar will ich dich heiraten. News, News, News. Wir heiraten. Okay, das müssen wir auch gleich noch mitteilen. Okay, starker Held. Wollen wir jetzt aus dieser nassen Todesfalle fliehen? Fliss, hier Julia. Wir kommen rauf. Over. Hey, wo kommt das andere Boot her? Da stimmt doch was nicht. Was ist da los? Warte. Julia, hier ist die Dekompression. Oh oh. Hey, Scheiße. Was zum Teufel? Wir müssen da rauf. Warte, die Dekompression. Wir müssen nein, Vorsicht. Verdammt. Wir stimmt, haben ja die Vorahnung gehabt. Die Dekompression. Er muss da oben alleine auskommen. Oh mein Gott, das dauert ja ewig. Das ist ja Folter. Noch ein paar Sekunden. Okay, jetzt, los, los! Weil wir hatten die Vision, dass sie irgendwelche Probleme hat, so mit dem Herzen oder Lunge. Das wäre ja Dekompressionsproblematiken. Vielleicht war die andere Vision für Sven gut, die er gefunden hat. Hey, was zum Teufel ist hier los? Was war denn los? Alles cool, Mann. Alles wieder im Lot. Geld? Wir hatten einen Unfall. Mit dem Grill. Sah aus, als wäre das Boot explodiert. Wir fragen nach dem anderen Boot. Diese Fischer sind voll in die Tauchleine gekracht. Wen juckt's? Ist doch egal. Mich interessiert, was ihr gefunden habt. Tja, das Flugzeug. Es ist riesig. Voll mit coolem Zeug. Oh mein Gott, Leute, könnt ihr mal alle eine Sekunde still sein? Holy shit! Alter, Glückwunsch! Gut gemacht. Komm rauf und wir feiern. Okay. Ich würde einfach mal sagen, ich höre mal, ob wir ihn hören. Oh ne, jetzt kommt der Kurator. Ich glaube, das lassen wir nochmal kurz. Sie lernen wohl diese unerschütterlichen Abenteurer kennen. Alex und sein kleiner Bruder Brad wollen mit den großen Fischen schwimmen. Und beide haben Angst vor der Tiefe. Und Julia, die große Liebe von Alex. Und sie fühlt ebenso. Was ist mit Conrad? Ein Draufgänger, könnte man sagen. Oder vielleicht eher arrogant? Und dann ist da Captain Fliss. Stark, direkt und stur. Sie scheint mir irgendwie immun gegen Conrads Charme. Zumindest bisher. Ich versichere Ihnen, sie halfen Ihnen, Entscheidungen zu treffen, die Sie später schätzen werden. Gute Arbeit. Okay. Also ich habe gute Arbeit anscheinend geleistet. Ich weiß nicht, ob man sich mal hier zwischendurch mal entmuten soll, um zu hören, was der andere so sagt, aber ist ja schon wieder hier eine Cutscene. Man weiß nicht, was er sieht und was wir sehen. Also, ziemlich wir tricky. Waren gerade erst dem sicheren Tod entkommen und... Naja, so sicher war es nun auch nicht. Und dieser Klopskopf. Klopskopf? Dieser Klopskopf holt einen Ring von wer weiß woher. Genau, wo war der Ring eigentlich? Ein Gentleman genießt. Nebenbei bemerkt, diese Lady war beeindruckt. Ja, gut gemacht, Bro. Bro. Wollte Conrad nicht erst Fliss helfen und dann mehr Bier holen? Vielleicht hat er gedacht, hey, ich trinke mal eins und wurde betrunken. Und er hat uns vergessen und weitergetrunken. Und weitergetrunken und dann war alles weg. Klingt, als hättest du Erfahrung mit dieser Art Phänomen. Genau, so geht das schon seit Jahren. Ich suche ihn mal. Oh, da steckt ein Geschoss im Flugzeug. Hm. Es ist unter Deck, wenn du mal gucken willst. Und? Zukünftige Mrs. Julia Smith, wie klingt das für dich? Okay, ich muss hier schon wieder... Achso, wir spielen sie weiter.
ganz ehrlich, ich wusste es vorher nicht genau. Aber jetzt, wo ich es höre, klingt es echt gut. Tja, wir sollten dann wohl mal über die Hochzeit reden. Na, das klingt doch gut. Ich hab aufgepasst. Ich kann's kaum erwarten, dass wir alles planen. Ich hatte Angst, du sagst nein. Natürlich hätte ich ja gesagt, du Trottel. Ja, zum Glück. Okay, also er quatscht unten gerade auf jeden Fall. Habe ich schon unsere ganze Zukunft deutlich vor uns gesehen. Wir bleiben einfach mal hier. Ich liebe dich, Alex. Auf Kuschelkurs mit Alex. Wo sind alle hin? Das muss doch richtig gefeiert werden. Okay, da kommen sie alle. Gleich können wir vielleicht wieder interagieren. Und dann entmuten wir uns wieder, um ein bisschen zu quatschen, was hier passiert ist. Okay, wo wir schon alle hier sind, sehen wir uns doch den Navigator-Blog an. Vielleicht finden wir raus, warum das Flugzeug da war. Wo ist er denn? In deinem Koffer. Okay, ich hole ihn. Ich entmute mich schon mal wieder, falls. Da, jetzt können wir. Ja. Jawohl. Ey, was war denn bei dir auf dem Boot da oben hast los? Du den Blog, ja. Gleich. Oh nein, noch nicht. Heftig. Ja. Bevor wir hier rumklicken, Statusbericht. Ich bin verheiratet. Herzlichen Glückwunsch, Mann. Wirklich. Ja, ich hab's schon gesehen. Warte, ich quatsch gerade. Ich kann es noch gar nicht glauben. Ich seh das. Alter. Warum beim Tauchgang? Es sollte in Erinnerung bleiben. Nur nicht so in Erinnerung. Eins muss ich dir lassen. Die Frage der Fragen auf dem Grund des Meeres zu stellen, ist ziemlich romantisch. Entschuldigung, gibst du uns mal eine Sekunde? Was passiert denn da bei dir? Quatscht du immer noch? Julia. Ich ja, ja. muss mal kurz mit meinem Bruder. Ach so, jetzt muss ich also mich allein. Verkrümeln hier. Okay, sorry. Dann hau ich ab. Sprich mit dem dass alleine. Dass du mal sesshaft wirst. Bin stolz auf dich. Dann entferne dich ich mich halt. Das nie geklappt, Bro. Bro. Ah. Was meinst du damit? Meinem Herzen folgen? Also so kitschig bin ich auch nicht. Und ich meinte das Studio. Egal. Brüder für immer, Bro. Okay, ich hab hier eine Kamera in der Hand. Oh, meine quatschen noch. Ich guck mir schon mal Bilder an. Obwohl, das interessant wäre, wenn du die, glaube ich, auch siehst. Hey, hast du den Blog? Sorry, ich war abgelenkt. Na los. Sind die Bilder, die ihr geschossen habt? Ja. Ah, okay. Da ist noch eine Vision im Zimmer. Was ich unten hatte unten auch war. Eine und dadurch habe ich die Alte hier gerettet, die Abi, jetzt den Heiratsantrag angenommen hat. Komm her, mein Flieger. Na, weil ich unten war und oben explodiert das Boot und da musste ich mich entscheiden, ob ich schnell hoch oder langsam hoch, wegen Dekompressionsdruck und ich hatte da vorne eine Vision, wie sie irgendwie auf dem Boot sitzt und so Probleme beim Atmen hat. Ja, und wahrscheinlich wäre das schon die erste Falle gewesen, wenn man schnell hochgeht. Sowas gab es bei mir auch. Ja, ja, krasser. Da komme ich gleich, wenn die Szene hier vorbei ist. Ja, mal gucken, ist auf jeden Fall... Da unten war schon... Okay, Leute. Ich habe mich so erschrocken da unten, oh mein Gott, war da eine Szene. Mandschurei-Gott. Scheiße, ey. Wer hat Lust, ein paar Schätze zu heben? Also, Captain? Koordinaten? Ja, das sind Koordinaten. Vielleicht das Ziel des Flugzeugs? Glaubst du, wir kommen bis morgen dahin? Dauert ein paar Stunden, wenn das Wetter so bleibt. Wow. Habt ihr noch mehr? Das Flugzeug wurde wohl abgeschossen. Das war ja übersät mit Einschusslöchern. Ich habe eine Kugel im Rumpf gefunden. Huh. Und es war voller Rettungsflöße. Wurde wohl abgeschossen, bevor sie die abwerfen konnten. Hat nur eins gefehlt. Leichtsinnig, alle zusammen. Wie bitte? Ich habe euch gesagt, ihr sollt alles da unten lassen. Ach komm schon, das haben wir doch schon durch. Mir geht's nicht ums Gesetz. Wie du was nachdenkst. Aberglauben? Ja. Glaubst du das wirklich? Die Toten schlafen nicht gut in diesen Gewässern. Das klingt vielleicht albern, aber ich bin mit der Scheiße aufgewachsen. Bitch. Okay, ich muss mich auch entscheiden. Hast recht. Wir waren unvorsichtig. So bin ich nicht. Sorry. Okay, vielleicht. Ich kenne dich nicht. Ihr hättet überhaupt nie zu diesem Flugzeug runtergehen sollen. Das bringt Pech. Ihr meint, ihr könnt da unten alles ohne Folgen plündern, aber jedes einzelne Teil, das ihr mitbringt, hat eine Seele. Es ist wie ein Geist, den ihr nach oben einladet. Und wieder. Ah. So habe ich nie darüber nachgedacht. Du denkst nie über irgendwas groß nach. Na, hab auch noch nie so coole Geistergeschichten gehört. Das sind keine coolen Geistergeschichten. Das ist kein Spaß. Leute sind ertrunken und ihr müsst ihre letzte Ruhe respektieren. Genau.
Brad, kennst du eine Gruselstory? Na, da hauen wir jetzt einer raus. Ja, ich hab was gehört, dass hier irgendwo passiert ist. Lass mal hören. Wir können was Gruseliges brauchen. Ja, komm, lass was hören. Damit? Dein Seemannsgarn ist bestimmt gut. Die ist aber echt krank irgendwie. Mach uns Angst, Brüderchen. Okay, los geht's. Eine wahre Geschichte, die genau hier passiert ist. In einem alten Leuchtturm. Klassisches Szenario. Warte, sie soll wahr sein? Wo hast du sie her? Wenn ihr es unbedingt wissen wollt, sie stammt aus den verrotteten Seiten des schaurigen alten Bordmagazins, das ich auf dem Hinflug gelesen habe. Der Leuchtturm stand auf einem Atoll, isoliert vom Rest der Welt. Ein einsames Licht in der Nacht, Zuflucht der Matrosen. Der Leuchtturmwärter hörte die Wellen aufs Ufer schlagend. Eines nebligen Morgens trifft er eine Frau. Sie ist voller Blut und stolpert den Strand entlang. Er eilt ihr zu Hilfe und sie fällt schluchzend in seine Arme. Während er sie eilig zum Leuchtturm bringt, fragt er sie, wo sie herkommt. Er verschwendet keine Zeit. Lässig. Psst. Die Frau sagt, ich wohne hier, im Leuchtturm. Meine Eltern sind gerade oben. Wendung. Natürlich sagt der Leuchtturmwärter, das kann nicht sein. Er lebt seit Jahren allein. Und die Frau wird hysterisch und schwört, ihre Eltern seien oben. Also gehen sie nach oben und da... Verteilt auf dem Boden liegen ein Mann und eine Frau, brutal ermordet mit einer Axt. Immer eine Axt? Ich meine, wer benutzt denn heute noch Äxte? Echt mal, wer benutzt noch Äxte? Ich erzähle nur die Fakten, ungeschönt. Zerhackt in winzig kleine Stückchen, mit einer Axt. Jetzt muss ich wieder was sagen hier. Geht. Okay. Muss mich also, ein bisschen fraulich hier halten. Wer war's? Wer war's? Der Gärtner. Die Frau sagt, das war mein Bruder und wendet sich dem Schrank zu. Er versteckt sich da drin. Ah, super. Der Bruder hat Schuld. Der Leuchtturmwärter kriecht rüber zum Schrank, öffnet die Tür und da ist ein Mann im Schrank. Aber seine Kehle ist durchgeschnitten. Voller Entsetzen geht er hin und betrachtet das Gesicht des Toten. Näher. Und er sieht sein eigenes Gesicht. Dann quellen die Augen raus und er schreit. Ach, das ist furchtbar. Heyo, super Wendung. Schön. Cooler Effekt. Definitiv. Nicht schlecht, Kleiner. Ich fand sie gut. Ziemlich cool. Das war ganz schön billig, Kumpel. Okay, ihr hattet alle euren Spaß. Wir sollten schlafen gehen, das Wetter wird schlechter. Nein. Denn gemäß den Standardschiffsregeln müssen wir noch ein Bier trinken, bevor es in die Haie geht. Was für Regeln sind das denn? Das sind die Standardregeln des Institutionsprotokolls unter Division 1099. Ist das eine Labertasche, Alter? Wo hast du das gelesen? Im Internet. Oh, also sagt dir eine Website, dass du unter allen Umständen Bier trinken musst? Ich befolge nur Befehle, Mann. Mir gefällt diese Website. Roger, mein Freund. Ich bin raus.